So, liebe Zuschauer, letztes Wochenende haben die Grünen mal eben Geschichte geschrieben. Mit Deutschlands erstem beschlussfähigen digitalen Programmparteitag. Wow, da staunt die CDU, während sie noch versucht, ihr Modem ans Faxgerät anzuschließen. Jetzt haben die Grünen also ein neues Programm und sie wollen nächstes Jahr bei der Bundestagswahl die Union überholen. Was? Wer? Die Grünen. Danke, Oma Lindner. Union überholen, das klingt natürlich angesichts der aktuellen Umfragewerte ambitioniert. Andererseits, wenn Frau Merkel weg ist, kann das wahrscheinlich jeder. Über 800 grüne Delegierte hatten sich von zu Hause zugeschaltet. Die Parteispitze saß derweil im Berliner Tempodrom, wie in einer Filmkulisse. So ein halbes Wohnzimmer, wo munter geschwatzt wurde. Mich erinnert der Look übrigens sehr an eine bestimmte 90er-Jahres-Sitcom. Wenn Sie wissen, was ich meine. Mit El Habeck und Peggy Baerbock. Ungewohnte Situation jedenfalls, so ein rein digitaler Parteitag. Ganz ohne Publikum vor Ort. Das heißt, die beiden hier mussten immer nur in die totale Stille sprechen. Wobei, ich korrigiere mich, zwischendurch wurde es tatsächlich auch mal richtig laut. Ich habe mich gefreut, als wir Grüne nach 20 Jahren Kampf in Göttingen die Südumgehung... Es macht Sinn, Jürgen, wenn du deinen eigenen Ton ausschaltest. Es ist zeitversetzt, deshalb fang bitte nochmal an. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mich gefreut, als wir vor 20 Jahren, in 20 Jahren Kampf in einem Bürgerentscheid die Südumgehung in Göttingen gestoppt haben. Und ich habe mich tierisch... Och Mann! Jetzt habe ich mein Internet kaputt gehauen! Der Jürgen. Immerhin, nach tagelangen Abstimmungen, Videoschalten, Untritin, Wutanfällen haben die Grünen am Ende mit 96% Zustimmung ihr erstes Grundsatzprogramm seit 18 Jahren beschlossen. Mit dem griffigen Titel, Achtung, Veränderung schafft Halt. Ja, mein Gefühl sagt mir, den hat sich Robert Habeck ausgedacht. Natürlich, der gelernte Philosoph. An sich natürlich kein schlechter Redner. Ne? Manchmal verrennt er sich vielleicht ein bisschen in seinen Metaphern, um nicht zu sagen, er neigt zum Schwurbeln. Der gemeinsame Grund unserer Gesellschaft ist ausgetrocknet. Er hat Risse bekommen und kleine Schollen sind entstanden. Auf diesen Schollen leben Menschen in Gruppen und Grüppchen. Wenn es aber stark regnet, dann kann ein solch ausgetrockneter Boden all das Wasser nicht mehr aufnehmen. Dann bildet sich ein Graben, der das Land in zwei Hälften teilt. Sicher, wer kennt das nicht? Du sitzt so gemütlich auf deiner Scholle und plötzlich teilt sich der Boden oder so ähnlich. Mann, Habeck, da musste der aber bis zum Bundestagswahlkampf mal deutlich massenkompatibleres Material draufschaffen. Komm zum Punkt, Robert. Neulich hat der Discounter, in dem ich hin und wieder einkaufe, seine Regale umgebaut. Man konnte nicht mehr längs durch den Laden gehen, sondern musste querlaufen. Ich brauchte doppelt so lange, um meine Einkäufe abzuarbeiten und musste permanent suchen und mich umorientieren. Als ich dann an der Kasse stand, war ich spät dran und schlecht gelaunt. What the what? Was sollte denn die Anekdote? Obwohl, warte mal, das erinnert mich gerade total an was ich neulich im Supermarkt erlebt habe. Neulich laufe ich so längs durch den Discounter und merke plötzlich, die haben ja umgebaut. Die Regale stehen ja alle quer. Egal, weil wenn man nicht völlig blöd ist, findet man die Sachen ja trotzdem. Als ich also an die Kasse und da Riesenschlange, weil ganz vorne steht so ein unrasierter Typ und brüllt die Kassiererin an. Und ich denke, Mensch, das ist doch der Habeck. Völlig durchgedreht, wirklich. Dann hat er seine 3 Kilo Nackensteaks auf den Boden geschmissen und ist heulend aus dem Rewe gerannt. Komisch, im Fernsehen kommt er immer so sympathisch rüber. Ich schweife ab, ich habecke sozusagen. Also wir halten fest, die Grünen wollen stärkste Kraft werden mit diesem Power-Duo und einem überraschend linken Programm, das trotzdem, und jetzt kommt's, in alle Richtungen anschlussfähig bleibt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Grünen erlauben jetzt doch Gentechnikforschung für die Landwirtschaft, lassen aber kaum die Nutzung zu. Ja, kann man machen. Sie sind für das bedingungslose Grundeinkommen, aber nur als Leitidee, als Vision. Ist ja auch logisch, man will ja die CDU nicht verschrecken. Sie sind für Vermögens- und höhere Erbschaftssteuer, sagen aber auf sicher nicht, wer die in welcher Höhe zahlen müsste. Da ist wirklich für jeden was dabei. Aber kommen wir zur entscheidenden Frage. Wen schicken Sie denn nun ins Kanzlerrennen? Baerbock oder Habeck?
Wer hat da welche Stärken? Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja, das, liebe Kinder, nennt man subtiles Mobbing. Ich Völkerrecht, du Schweine. Können so nur Frauen. Tatsächlich soll ein weiterer Parteitag im kommenden Jahr die K-Frage entscheiden. Und ich sage, wie langweilig. Ehrlich, mach das doch als TV-Show. Und die nennen wir dann The Masked Kanzler. Wer steckt unter der Maske? Wer ist das grüne Alien? Habeck oder doch Baerbock? Wer regiert 4 Jahre lang unerkannt Deutschland? Na ihr Loser, bin ich Robert oder Annalena? Da kommt ihr nie drauf. Wer erschreckt Opa Biden beim Staatsbesuch fast zu Tode? Rätseln Sie mit, um dann 2025 zu merken, es war die ganze Zeit Anton Hofreiter. Ja, leck mich fett. The Masked Kanzler. Demnächst 4 Jahre lang auf ProSieben. Schade, ich gucke privat nur Arte und die Dritten. Die Grünen wollen also stärkste Kraft in Deutschland werden, das Land führen. Dazu begrüße ich jetzt von den Kreuzberger Grünen Dörte Hausten, geschiedene Knülling-Dingeldei. Frau Hausten, das ist ja schon eine kühne Ansage. Die alte Anarcho-Partei will das Kanzleramt. Alt ist hier nur eins, Herr Welke, und zwar ihre Witze. Ja? Jedes Mal das gleiche Schema. Hier spielt das Erstaunen. Was? Die Grünen wollen plötzlich regieren? Das haut mir den Dinkel aus der Hirse. Alter, wir Grünen sitzen seit 1985 in Kabinetten, aktuell in 11 Landesregierungen. Aber bei jedem Parteitag zeigt ihr wieder den einen Freak, der eure Vorurteile bestätigt, ja? Das ist ein Insektenhotel, da können Ohrenkneifer und so weiter sich zurückziehen, wunderbar Nachkommen bekommen und haben dann bessere Chancen, auf den Baum zu klettern und dann sich die ganzen kleinen Blattläuse zu schnappen. Kommt zum Schluss, Philipp. Der Philipp baut Hotels für Ohrenkneifer. Wow, ja, mein Gott. Das ist nämlich das Problem, ja? Alternde Medienfuzzis wie Sie klammern sich verzweifelt an die Klischees ihrer Jugend, als es noch cool war, die Grünen zu wählen. Es ist aber nicht mehr cool, Oliver. Es ist erwachsen. Was können wir denn für eure Midlife-Crisis? Ja, Zeiten ändern sich. Wir schmeißen keine Steine mehr, Sie haben keine Haare mehr. Ist halt so. Feierabend. Ich kann es nicht ändern. Ja, aber erstens habe ich die heute nur ungeschickt gekämmt. Und zweitens, da sind ja doch schon eine Menge faule Kompromisse in eurem Grundsatzprogramm. Ne? Da schau her, Herr Stachelbär. Ohne Kompromisse geht Politik aber leider nicht. Keiner anderen Partei wirft man vor, dass sie Kompromisse macht. Nur den Grünen. Warum eigentlich? Hier unser Winfried Kretschmann. Den konntest du immer schon die banalsten Sachen fragen. Der findet einen Kompromiss. Also zum Beispiel bei der Milch sind Sie für die Glasflasche, die Milch in der Glasflasche. Jein. Ja, Winnie ist halt eher so der nachdenkliche Typ. Ne? Noch heute steht er oft eine halbe Stunde vorm Milchregal und kauft dann doch eine Fanta. Abwägen. Genau so wird man Ministerpräsident. Gut, immer die Sache mit der Milch finde ich jetzt auch nicht so brisant. Aber wenn ein grüner Verkehrsminister, wie gerade in Hessen, die Räumung des Dannenröder Forstes durchsetzen muss für eine Autobahn, das muss doch wehtun. Herr Welke, zum letzten Mal, können Sie den bitte mal ausknipsen, den 80er-Jahre-Film in Ihrem Kopf, als Sie da in Ihrem Jugendzimmer unterm Heinz-Rudolf-Kunze-Poster von Wackersdorf geträumt haben, in den seltenen Wichspausen? Heute läuft es anders. Die A49 wurde im Bundestag beschlossen und von Gerichten bestätigt. Ende. Selbst die Aktivisten, sie sehen total entspannt. Das hier ist der Herrenwald, aber der Herrenwald und der Dannenröder Forst werden halt gerodet. Sorry, ich rede hier gerade mit Menschen. Auf jeden Fall wird der gefällt, damit eine Autobahn gebaut wird. Und das ist mega unnötig in diesen Zeiten. So, ist doch super. Dürfen wir sie vielleicht wegtragen, Fräulein? Aber gerne doch. Ich muss sowieso in die Richtung. Ja, alles richtig. Aber ich meine, es gibt doch gewisse Grundsätze, ne? So Ideale, die müssten für die Partei schon eine rote Linie sein, also beziehungsweise eine grüne. Ach, das hat doch ja keinen Zweck mit Ihnen. Akzeptieren Sie die Realität. Bündnis 90, die Grünen sind eine ganz normale Partei. Und wissen Sie was? Ich sag's Ihnen jetzt einfach mal. Das bescheuerte Outfit hier, ja?
Die alberne Mütze, das ganze Idiotenkostüm, das zieht doch nur noch für die Heute-Show an. Was? Oder glauben Sie, ich renne privat so rum? Kann doch nicht wahr sein. So, darf ich vorstellen, die Grünen 2020. Und jetzt sehen Sie mich nicht auf den Sack. Ich muss mir ein Aktiendepot umschichten. Dörte Dingsbums. Hallo Leute, ich bin's, der Heute-Show-Meme-Ersteller. Wenn ihr mehr heißen Scheiß und Lied-Memes wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Was zur Hölle ist ein Meme-Ersteller?